Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Heute ist der 7. Mai mittlerweile. In der letzten Aufnahmesession war ja noch der 1. Mai. Und wir sind mittlerweile auf Rang 16 gekommen. Ich hatte ein bisschen zu tun. Ich bin auf Rang 17 relativ zügig gekommen. Bin dann wieder abgefallen auf 19 und habe mich dann aber wieder hochgekämpft auf 16. Ich hatte hier nochmal so ein bisschen den Pirate-Krieger, also die Karten, die ich zumindest hatte, so ein bisschen ausprobiert. Hier nochmal ein Test-Magier-Deck erstellt gehabt. Das war primär für eine Quest. Aber wir gucken heute nochmal in die Leather rein und gucken mal, ob wir 16 bestätigen können oder jetzt Rang 16 verlieren. Wir werden sehen. Thornkrieger ist ja so eine Sache. Oh. Wieder gegen Schaman, wie in der letzten Runde. Okay, wir haben ganz gute Startkarten. Ich überlege gerade, ob ich die noch wegpacke, aber die können wir vielleicht noch gebrauchen. Ich nehme sie mal weg. Ja, okay. Das klingt gut. So, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. So ganz grob. Oder sogar erste, zweite Runde mit der Münze. Gucken, ob er schon direkt rauskommen kann. Ich hoffe nicht. Okay, ist auch kein Quest-Schamane, offensichtlich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das muss aber noch nichts heißen. Wir gucken mal, wie wir uns anstellen. Will ich gerade, wenn er gar. Genau, wenn er nämlich gar nichts spielt. Also, was heißt gar nichts, aber sowas spielt, dann legen wir die Waffe an. Haben wir dann noch Zeit? Können wir uns die Münze nochmal aufbewahren? Vielleicht für die übernächste Runde. Können relativ safe nächste Runde das spielen, egal was kommt. Wir haben die Waffe noch angelegt. Mal gucken. Na, trau dich. Trau dich schon. Ja, er traut sich. Ja, er traut sich. Okay, nice. Dann können wir auf jeden Fall den spielen hier. Genau, am liebsten einen kleinen. Will ich jetzt gerade. Die dreckige Ratte. Ich glaube, er kommt mit Elementaren um die Ecke. Ja. Und wir sparen uns die Waffe. So, aufräumen wieder hier, ne? Das Board, das räumen wir mal gerne auf hier. Oh, sind Aliens zugegen? Hallo? Hallo? So, ja, den können wir wieder mit der Waffe wegnatzen. Zack. Die dreckige Ratte spiele ich eigentlich gerne aus, wenn wir das komplette Board clearen. Das mache ich jetzt. Weil ich habe zur Not noch hinrichten, wenn jetzt was ganz Übles kommt. Ah, das ist sogar sehr gut. Da konnte er sich nicht heilen. Brauchen wir eigentlich auch nicht zerstören. Da warten wir noch. Und wir greifen auch nicht an. Wir können eh nichts großartig anrichten. Er kommt erstmal nicht vorbei. Wird schon mal wahrscheinlich ein bisschen mittelmäßig genervt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass seine vier Schaden holen. Jade Golem raus, meine ich. Jade Druiden. Oh, ein Jade Schamane haben wir aber auf jeden Fall schon lange nicht mehr gesehen. Uns. Uiuiui. Will ich jetzt gerade? Ob wir den ausspielen? Dann sind wir den Spot da los. Oder ob wir uns nochmal gucken, was da kommt. Können wir uns natürlich auch danach angucken, ne? Wir haben dann zwei Spotties liegen. Einmal so. Zwei Diener vom Board. Und komm, ich gönn mir. Bitte nichts Schlimmes. Ah, nice. Mega nice. Das hat richtig gut gewirkt. Das wäre sonst ein hässlicher Spot später geworden. Den können wir uns aber auch gleich noch vernichten. Er kriegt das Board eigentlich erstmal so nicht geklärt. Mal gucken, was kommt. Ja, okay. Okay. Oh. Sehr nice. Alles Murlocs. Okay. Wir müssen den
Und den spielen gleich. Wir müssen den Fünfer von Bord kriegen. Müssen wir? 3, 4, 5. Ich würde sagen ja, weil dann killen wir den nämlich auch noch. Ja. Was dann behalten jetzt? Wir ein bisschen Board Control. Vernichten zwei Diener. Den kriegt er nur weg. Also jetzt, was er so auf der Hand liegen hat. Oder was er hier zumindest auf dem Board und per Waffe hat. Müsste halt beides opfern. Um den wegzunatzen. Wir können relativ entspannt sein gerade. Siehst du, einmal die Waffe weg. Ja, okay, oder das ist auch in Ordnung. Kann ich mit leben. Und mit dem kann er nichts anfangen, weil seine Waffe schon weg ist. Hat er natürlich mehr oder weniger falsch rum angegriffen. Aber das weiß ich ja nie. Okay, was blöd ist, wir kriegen jetzt die nicht so ohne weiteres weg. Das macht aber alles nichts. Ich spiele. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass er hier so ein Sheep, ich nenne das immer Sheep, dass er seinen Sheep hat, aber den soll er lieber darauf setzen als da. Und der bringt halt jetzt in der jetzigen Situation mana-technisch nichts. Den könnten wir natürlich auch spielen. Können wir aber auch nächste Runde spielen. Ja, da können wir, ja. Können jetzt einmal Rüstung anlegen. Und könnten auch nächste Runde den spielen und nochmal Rüstung anlegen. Mal gucken, ob er schiebt. Könnte gut sein. Ist auf jeden Fall eine beliebte Karte, die man halt schieben sollte. Ja. Froschen. So. Siehst du? So, dann haben wir schon mal einmal Verhexung raus. Alles gut. Stellt 6 Leben her, ist halt so. Okay, pass auf, wir spielen jetzt den aus, weil dann können wir in der nächsten Runde nämlich 2 Schaden machen und das Board clearen. Oh, okay. Ah, der ist Quatsch jetzt. So, da muss er erstmal vorbei, wie gesagt, da auch wieder mit Schaden, also... Wir können die Quest nächste Runde beenden. Oder Board clearen. Das müssen wir mal gucken, was er noch ausspielt. Ja, okay, Board clearen, definitiv. Ja. Oh, er greift gar nicht an. Interessant. Dann clearen wir. Also. Ja, doch, wir clearen. Zudem wird er. Also, ich könnte mir Flächenschaden vorstellen wieder von ihm, damit er einmal 4 Schaden weniger bekommt. Aber eigentlich kann so viel nicht mehr passieren. Okay, er will Flächenschaden machen offensichtlich. Beziehungsweise mit einer Karte. Also die 4 Schaden könnte ich mir vorstellen, dass er die auf jeden Fall noch hat. Aber guck mal, mit den Jade-Golems ist er auch noch nicht weit. Ich fühle mich irgendwie immer noch relativ sicher. Das Doofe ist jetzt nur, er kriegt mit dem blöden... Kriegt er meinen einen Spottwerk zur Not nicht? Ah, okay. 2 bis 3. Bringt ihm jetzt gefühlt nicht so super viel. Wir können tatsächlich sogar den ausspielen. Weil er nicht mal verloren gehen würde, wenn er nichts hat. Das sind 2, 5. Ja, und können sogar nochmal Schaden anrichten. Den. Ich nehme mal keine Rüstung. Ich nehme keine Rüstung mehr. Wir starten direkt durch. Werden mit der Waffe... Nee, relativ egal, womit. Aber ich werde mal mit der Waffe dahin gehen. Er kann eigentlich nicht mehr gewinnen. Guck mal, wir können... Ja gut, er hat nochmal Flächenschaden oder so. Das, würden wir auf jeden Fall ein bisschen Karten bekommen. Wir sind in der Superposition gerade. Ja. Und können nicht mehr verlieren eigentlich. Also da hätte echt schon noch viel passieren müssen. An 16, fast vor 15. Ach so. Guck mal, ich habe ja noch...
Ich habe ja noch 3 Packungen hier. Achso, habt ihr gar nicht gesehen. Ich habe noch 3 Packungen zu öffnen. 70 Millionen Spieler. Hearthstone, ne? Ihr habt's ja gehört. Gibt's in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.